Oder besser guten Mittag, meine Rad- und Wander- und Mountainbike-Freunde und Kollegen. Heute geht's auf eine Tour. Komoot hat die getauft von Landquart nach Landquart. Ja, eigenen Namen werden wir noch finden. Es geht auf jeden Fall in dieses Tal hinein und dann rund um einen Berg. Schön wird's werden, wenn das Wetter wäre auch eine Alternative. Weniger Kalorienverbrauch. Interessant, Gemüsebauernberg. Autobahn. Hat ein Junges gekriegt. Also irgendwie zur Verdeutlichung, wir sind in Landquart gestartet, fahren jetzt dieses Tal hinein und dann über einen Pass hinunter Richtung Chur und retour nach Landquart. So 45 Kilometer, knapp 1500 Höhenmeter und die Gizzi sind schon neugierig. Ja, hallo, hallo. So hübsch. Straße in Arbeit, Mittagspause. Gästezimmer, super. Naja, das Hügelchen da drüben, das haben wir auch schon einmal umrundet. Das ist die Grigiatur. Sehr zu empfehlen. Na, jetzt kommt er wieder. Der Nicht-Bremsen-Könner. Ach, ja, ja. Nicht jammern, nur wundern. Als einer wäre noch ein Anhaltspunkt für die Runde. Da sind wir nicht schneller. Nein.
Oh, eine Parkour gibt's da. Logisch. Ein gepflegter Holzwurm. Felsformationen, Grenze Österreich-Schweiz. Erinnerung, hinter den Felden, da liegt Österreich. Wunderbar. Eine Reise wert, Vorarlberg. Abwärts ist immer gefährlich. Schauen wir mal, schotten wir mal lieber nach rechts. Und wie man sieht, es stimmt. In dieses Tal hinein, nach rechts, geht es dann irgendwo da hoch. Also, nicht ganz gemütlich. Der Gewinn von Lichtung gehört immer wieder dazu. Das ist ja schön. Ein Feldtritt, du liegst im Bach. Und von da an ging es wieder bergab. Wollen wir ja. Zur Info. Im Übrigen sind wir da auf der 330er Schweizer Bike Route. Aktuell. Frisch gerichteter Weg. Jedes Löchlein wird geflickt. Was macht der da? Die Hex hat den Besen abgestellt. Die wird jetzt Tagesruhe haben, in der Nacht wieder fliegen. Na, siehst du? Keine Arbeit. Stutz ist zwar ein normaler Fränkli, trotzdem hier heißt es da am Stutz. Und da geht's dann drüber. Rechts schaut. Irgendwo über den Hügel. Also man jammert über die Parkuhren, aber dafür gibt es Parkplätze und nicht jede Bergstraße ist einfach Fahrverbot. Da ist vieles offen in der Schweiz, lobenswert. Drüber dürfte noch ein
kleiner Trugschluss sein. Schöne Alpe. Und da geht es noch ein ziemliches Stück hinein. Und dann irgendwo da drüber. Jetzt haben wir so 15 Kilometer bisher, 30 sind noch offen. Und lassen wir uns überraschen. Ich meine, da drüber, das wäre schon einfach zu kitschig. Grüß dich! Studierte! Ein Laubenzug auf 1400 Meter mit einem netten Hirt und drei Hündle. Der das Filmen nicht so sehr befürwortet, aber heute immer was zum Lachen am Abend. Wie man sieht, ist er ja doch Konsument und deshalb passt's. Er hat dann Freude dran. Er hat gemeint, öffentlich herum, das passt schon. Und ich habe gemeint, die Hündle sind so interessant. Und da kommt dann die nächste Alpe da hinten. Schön, schön. Das erste Schweizer Fähnchen. Endlich habe ich schon vermisst. Hey. Da kommen wir zur Alpe Zanutsch. Und umrunden tun wir die Zyprianspitz. Die wird irgendwo da hinten liegen, wenn man die Karte anschaut. Und das ist, daher kommen wir. Noch 30 Kilometer vor uns. Gehen sie, glaube ich, schon fort. Na, da ist nur noch der Hirt mit den drei Hündle. Da sind wir die Strecke 3,25, Brettiger und 90. Das kann man sich jetzt aussuchen. Die Tourfahrt hat sich gelohnt, um von der Alpe Zanutsch noch ein Foto zu machen. Und siehe da, wer genau schaut, der sieht, dass wir da falsch sind. Auf 1482 Meter. Und die Alpe Zanutsch in 50 Minuten zugegen ist. Also das ist die falsche Alpe. Weiter geht's. Auf.
Deshalb lohnt sich der Aufstiegszirkus immer wieder, wie man sieht. Noch ein Parkplatz. So, Route 90 und 325. Zanutsch. Das ist jetzt die Zanutsch-Alpe. In dem Fall die richtige. Und da unten ist falsch. Zum Glück heißt der falsch. Da gibt es auch eine obere Falschalpe. Also, jetzt Zanutsch. Lohnender Blick zurück. Die Zanutsch-Alpe, mal im schöneren Blickwinkel. Und das Tal, da herein sind wir gekommen. Voll idyllisch. Aber da rinnt wenigstens noch Wasser im Gegensatz zu den vollautomatischen. Und nichts mehr herauskommt für die Wanderer. Somit ziemlich höchster Punkt erwischt. Stams 1645 Meter hoch gelegen. Sind wir aber nicht hochgefahren. Höhenmeter ca. 1400. Und da hinten sieht man die Wetterfront im Anmarsch. Blick auf Chur und da unten auf die Gams. Das, wo eine Skipiste ist, ohne Lift. Hallo, da sind ihr Hübsche.
Ausnahmhübsche sind hier, ja. Ausnahmhübsche. Hey, Bougie, hey, da. Hast du auf Zitter, bleibst? Ja, hallo. Ja, ja. Hey, da. Hallo. Hübsche bist. Fünfe. Wir sind genau die richtigen Fotomodels. Ha? Hallo. Und da ist der Rest von der Truppe. Bleibender. Ha? Na, ihr könnt schon bleiben. Also doch. Dankeschön. Hallo, hallo. Muuuuh. Ah, wieder einmal Muuuuh. Jetzt so, noch eine Muuuuh. Ja, das wäre für Fallschirmspringer, wäre das gut. Schaut's denn so aus? Oh, hoffentlich hebt's. Das ist doch wahnsinnig. Man muss schon das nötige Gottvertrauen. Wenn man fliegen dürfte oder mit der Drohne fliegen, das ist hier leider nicht erlaubt, dann würde man es tun. Also weiter vor gehen wir da jetzt nicht. Sicher ist sicher. Noch einmal zur Verdeutlichung. Oh, hier geht's. Der Walzersäger. So, jetzt reicht's. Genug der Schönheit. Ja, kurzes Zwischenspiel. Halbe Route ist fertig, noch 20 Kilometer für uns. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen. Wetter schlägt um. Und retour geht's. Schauen wir noch Chur an. Der Wetterbericht hatte auf jeden Fall recht. Weltletzte Chance diese Woche. Und die haben wir genutzt. Bis jetzt. Ja, hallo. Bist du freundlich? Ja, fast freundlich. Urix Örtle. Sieht man das wär's. Ah, ist eh schöner.
Ja, die Welt hat uns wieder einmal auf der Ebene eingetrudelt. Die Gegend kennen wir. Kennst du aus? So 30 Meter, 20 Meter rechts. Ziel in Sicht, das heißt Endziel in Sicht. Rätische Bahn, rotes Zügle, Pflichtaufnahme. So schaut's aus. Nach diesen sieben Bergen, da waren wir. Und jetzt sind wir davor. Blümle bis genug. Schein. Nusperbahnhöfle. Auto denken wir uns weg. Ah, 10 haben wir überschritten. So, vielleicht kommen wir noch zum Schluss. Ich glaube schon. Geplant wär's ja. Schauen wir, ob wir noch einen neugierigen Blick. Einen neugierigen Blick auf das Schloss kriegen. Ein Märchenschloss. Nicht schlecht. Ha. Ein Wassergraben. Und die Busche haben sie recht gemütlich. Mit diesem schönen Blick darf ich mich wieder einmal verabschieden. Den Satz kennen wir inzwischen, in der Hoffnung, es hat gefallen. Und es hat jemand ermutigt, dasselbe zu tun. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, Servus, auf Wiederschauen und Adia aus der Schweiz. Tschüss, tschüss. In dem Fall privat, aber sehr schön.